Tamam. Tamam dur orada. Burada var. Tamam. Ya. Tamam yeter bırak lan. Tamam kahvaltıya hadi. Hemen benim yanıma gel. Morgen. Morgen, bringen Sie uns einen Tee, bitte. Was machen Sie da eigentlich? Wir vermessen die Bucht. Und warum? Fragen Sie das Bauamt. Buyurun. Günaydın, Herr Bürgermeister. Sie sind nicht angemeldet, Thomas. Die wollte ich Ihnen schon lange mal vorbeibringen. Und Sie haben damit so lange gewartet, bis Sie mich mal brauchen, stimmt? Stimmt. Darf ich? Bitte. Danke. Sagen Sie, Herr Bürgermeister, was geht eigentlich in unserer Bucht vor? Sie wohnen dort. Ein paar Männer haben damit angefangen, das Gelände zu vermessen. Ach ja, ein Konsortium von Hotelier und Restaurantbesitzer hat ein Baugesuch eingereicht. Ist doch nicht zu fassen. Als ob wir nicht schon genug Hotelkästen dahingestellt hätten. Wir? Okay, okay. Ihr Türken. Lassen Sie nur. Eines Tages ernenne ich Sie sowieso noch zum Türken ehrenhalber. Sie werden mir glauben, dass ich über diese Entwicklung auch nicht gerade erfreut bin. Kein verantwortungsbewusster Bürgermeister kann solche Betonburgen befürworten, wenn man mit der Infrastruktur nicht nachkommt. Na prima, dann werden Sie den Bau ja wohl auch nicht genehmigen. Sie überschätzen meine Möglichkeiten, Thomas. Ich bin schließlich nicht der König von Antalya. Ich weiß, alles wird in Ankara entschieden. Hier herrscht nun mal ein absolut zentralistisches System. Sehen Sie die Salways in den nächsten Tagen? Ich denke schon. Dann hätte ich eine kleine Bitte. Ja? Devam et. Az da. Çok az daha git. Dur bakayım burada bir. Merhaba Özel. Nasılsın? Çok iş var, çok. Bir dakika izin verir misin? Gel bak. Burada biri inşaat mı yapacak? Biri mi? Oo, bir sürüsü. Vallahi ben böyle bir şeylerden anlamam ama bu doğru açıya benzemiyor. Bak, bak, bak. Gel buraya bak, gel. Ne yapmışsınız bak. Hayret edilecek bir şey. Sabahtan beri ben burada uğraşıyorum. Sabahtan beri bir şeyler söylüyorum. Siz gel oradakini yanlış yaptınız. Hayret edilecek bir şey. Ben söylediysem yaptım. Bak, bak, bak. Bu orada gene yanlış duruyor. Hayret edilecek. Uns muss was einfallen. Irgendwas muss uns einfallen. Gene yanlış Willst du denn heute gar nicht graben? 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 Wozu graben? Was zu finden ist, braucht man auch nicht zu suchen. Bist du denn so sicher? Steine, Steine, nur noch Steine. Seit 14 Tagen nicht als totes, hässliches Geröll. Aber Georg, du kannst doch nur wirklich zufrieden sein. Überleg doch mal,
was du alles gefunden hast, was du für Schätze hier ausgegraben hast. Ilse, ich finde, wir sollten unsere Zelte hier abbrechen und die Stätte jemandem überlassen, der mehr davon versteht. Guck mal, da kommt Thomas. Also, wenn der schon hier hochgetuckert kommt, muss ja allerhand passiert sein. Herzlichen Glückwunsch! Der Gouverneur von Antalya hat Ihnen beiden die Verdienstmedaille in Gold und am Band verliehen. Was hat der? Ich hab's gerade von Tüfekci. Da muss ich natürlich sofort zu Ihnen raufkommen. Gratuliere, Frau Salbei. Herr Salbei. Ah. Ja. Gratuliere. Ja. Ach, ist das schön. Schön? Menschenskinder, schön? 40 Jahre Schulmeister haben mir nicht halb so viel Anerkennung eingebracht wie die paar Monate Buddelei in der Türkei. Merhaba. Aletleri senin burada bırakalım ya. Tabii. Arka odaya bırakın. Hadi şunları alalım içeri doğru. Peki çubuklar ne olacak? Ya çubuklar burada kalsın da yarın sabah gelince hemen işe başlarız. Ama gençler burada voleybol oynuyorlar. Akşamları şamata falan yapıyorlar. Ya azıcık dikkat ediver ya. Oldu Özde. Hadi tamam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Wo soll denn der Palast hinkommen? In dieser Bucht. Wird langsam Zeit, dass die Baracke da wegkommt. Sind Sie sicher, dass Sie da nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun? Lass das mal ruhig. Meine Sorge sein. Habt ihr denn schon eine Baugenehmigung? Die kriegen wir. Schätze liegen ja bestimmt nicht unter dem Geröll. Und das wäre der einzige Grund, hier nicht bauen zu dürfen. Na dann. Sehr gut, sehr gut. Also hier, lieber Thomas, diese Leute hier auf dieser Liste, die werden alle eingeladen, ja? Hier? Das ist schon erstaunlich, wie viele Freunde man in so kurzer Zeit gewinnen kann. Ja, man muss aber auch was dafür tun. Nichts will so gepflegt sein wie ein paar helle Schuhe und eine gute Freundschaft. Da haben Sie recht. Sagen Sie mal, Herr Salweier, ja? Würden Sie es für möglich halten, dass hier in unserer Bucht auch irgendwelche antiken Schätze liegen? Antike Schätze? Hm? Hier? Hier bestimmt. Was glauben Sie, wie oft die Flut hier schon reingeschwappt ist in diese Bucht und alles weggespült hat? Geschwappt. Warum fragen Sie denn, Thomas? Weil das unsere einzige Rettung wäre. Rettung? Wovor? Haben Sie die Stangen da draußen gesehen? Wir wollen hier eine neue Hotelanlage hinbauen, unter der Federführung von Turan. Da hätte unser Lokal keine Chance. Nicht mal als Klohäuschen für die Taxifahrer. Aletler yok orada. Aha. Ya. Nereye gitti bak? Kim aldı bunları ya? Hayret edecek bir şey. Hayret bir şey ya. Bir bakalım şuraya doğru. Tamam, bir bakalım şu üstüne. Hatta orada. Hadi. Aa, nasıl gitti oraya? Hayret edilecek bir şey. Kim götürdü ki onları oraya acaba? Tamam, şimdi git. Gelin oğlum. Hadi siz devam edin. Gidin alın da gelin şunları. Haben Sie es gesehen? Ah, schöne Bescherung. Ich meine, haben Sie gesehen, wie es passiert ist? Keine Ahnung. Als ich gestern Abend ins Bett bin, standen die Stangen noch da. Wie die Soldaten. Thomas, Telegraph! Oh weh, das kann nichts Gutes bedeuten.
Naja, der Bote ist ja nicht schuldig an der Botschaft. Danke. Sie kommen. Die kommen tatsächlich. Die kommen. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf. Gül! Was ist denn hier los? Hat die Statue das Bad verboten? Turan, Turan, hier, Regine und Christine kommen. Ach so. Sag mal, bist du aus dem Bett gefallen? Ich habe hier geschlafen, in der Kammer hinten, die ich im Sommer für Chris gebaut habe. Sie kommt übrigens wieder. Ja, Chris? Und ihre Mutter. Freust du dich nicht? Ja, auf Chris schon. Du, die restlichen Stangen sind abgetrieben. Die schwimmen jetzt runter nach Afrika. Das ändert aber nichts daran, dass sie in ein paar Wochen anfangen zu bauen. Was glaubst du, wo soll ich meine zwei Frauen unterbringen, ne? Irgendwas wird uns doch einfallen. Im Pegasus vielleicht. Es ist Nachsaison. Die geben mir bestimmt einen guten Sonderpreis. Tja, wenn da mal eine römische oder griechische Hafenanlage drunter gewesen wäre. Ich hab jetzt auch mehr Zeit und Chris hat die Berge. Nun hör doch endlich mal zu, was Vural sagt. Entschuldige, was? Du sollst zuhören. Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ah, Franz, grüß dich. Wisst ihr schon das Neueste? Nee. Salbes werden Ehrenbürger. Ah. Dauert nicht mehr lange und Georg Salvay wird zum Präsidenten vorgeschlagen. Und? Was wäre daran so schlecht? Bringt deine Ex-Frau wieder ihren Macker mit? Steht nichts drin im Telegramm. Oh, Besuch! Richtig, Kerl? Ja. Hey, mach mich bloß nicht verlegen. Also, ich bringe euch jetzt erstmal ins Hotel. Ich wohne noch wieder bei dir. Nee, Chris, diesmal geht's nicht, du. Wir haben so einen Ärger in der Bucht. Ach, das macht mir nichts. Aber mir, also Chris, diesmal tut mir wirklich leid, geht's wirklich. Oh, das ist ja blöd. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gar nicht erst mitgekommen. Ach, Unsinn, natürlich wärst du mitgekommen. Ja. Was ist eigentlich mit Daniel? Hatte der keine Lust mitzukommen? Wir sind nicht mehr zusammen. Oh, das tut mir aber leid. So, dann sind wir. Also, dann mal rein in die gute Stube. Die Schatzkarte gehört meinem Großvater, der es von seinem Großvater bekommen hat. Und der wiederum von seinem Großvater und so weiter und so fort. Sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Ihr habt den Salweis eine getürkte Karte verkauft? Thomas hat sie damals gemalt und ich habe sie künstlich alt gemacht. Was ist daran schlimm? Was daran schlimm ist? Das ist Betrug! Regelrechter Beschiss ist das! Augenblick mal, Chris, Augenblick. Immerhin haben die Salweis nach unserer Karte tatsächlich einen altgriechischen Schatz gefunden. Münzen aus der Zeit Alexanders des Großen und ein Mosaik aus der gleichen Zeit und Säulen und Mauerreste. Und nun stellt euch mal vor, die Salweis würden in der Öffentlichkeit sagen, dass sie aufgrund ihrer Studien hier in unserer Bucht
annehmen müssen, dass hier früher mal eine altgriechische Hafenanlage war. Nein, das machen die nie. Salves sind durch und durch ehrliche Menschen. Ja, deswegen würde man es ihnen ja glauben. Dann lasst euch doch was einfallen, dass sie selber daran glauben. Wer? Oh Mann, bist du schwer von KP. Die Salves natürlich. du meinst, die beiden sollten wieder so... Wie sagt man bei euch? Die Birne springt nicht weit vom Baum. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Weiß ich doch. Du, Chris, was du da denkst, das wäre aber genauso ein regelrechter Beschiss. Ja. Die Mehrheitsverhältnisse sind nun mal so. Und Turan ist in dieser Stadt ein einflussreicher Mann. Ja, aber wir sind nicht mal angehört worden. Dafür gibt es keinen gesetzlichen Grund. Oder habt ihr etwa eine Baugesuch eingereicht? Nein, aber wir sind Anlieger. Man hätte uns wenigstens mal anhören müssen. Erstens gelten hier andere Gesetze als in Deutschland. Zweitens ist die Genehmigung für euer Lokal sowieso eine ziemlich windige Sache. Und drittens habt ihr im Unterschied zu diesem Hotelkonsortium überhaupt keine Lobby. Komm, Bural, wir vergeuden unsere Zeit. Aber ich weiß doch, dass Sie auch nicht für den Neubau sind. Meine Meinung spielt da die kleinste Rolle. Wenn sich nun aber Umstände ergeben würden, die... Umstände? Was denn für Umstände? In der Bucht soll Alexander der Große überwintert haben. Und auch Cäsar wurde, wie es heißt, auf der Durchreise nach Ägypten da gesehen. Hirngespinste. Wenn sich nun aber Umstände ergeben, die beweisen, dass es doch keine Hirngespinste sind... Wenn ihr das schaffen würde? Na also, man muss natürlich dafür sorgen, dass solche Erkenntnisse nicht als Hirngespinste abgetan werden. Respe, Igunder. Igunder. Alas maladik. Ob das klappt, das sind doch alles Wunschträume. Natürlich Hallo, muss man Thomas. Da ein bisschen nachhelfen, ist doch klar. Sag mal, was läuft denn da eigentlich? Wie meinst du das? Zurück ins alte Ehebett, oder was? Hör mal, misch ich mich etwa bei dir in solche Dinge ein? Nein, weil es bei mir solche Sachen gar nicht gibt. Grüß dich, Thomas. Schön ist es heute. Ja! Gehen? Ich möchte nicht, dass ihr mich auslauter mit Leid hier beschäftigt, obwohl kaum mal etwas zu tun ist. Das ist aber nicht der wahre Grund, oder? Doch, natürlich. Nein, natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass Thomas mit seiner... Seitdem seine Frau da ist, sieht er mich überhaupt nicht mehr. Ich bin Luft für ihn. Luft braucht der Mensch zum Atmen. Du weißt genau, wie ich das meine. Ja, sicher. Mir geht es auch nicht anders. Aber trotzdem, geh jetzt nicht weg. Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, können wir gleich aufgeben.
du fertig? Schau es dir an. Ei. Mein Chef in Frankfurt hätte gesagt, allererste Sahne. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Glaubst du denn, so eine Karte findet man heute noch als komplettes Exemplar? Hm? Mit der Zeit zerfällt sie doch. Ist doch klar. Erklär mir das morgen. Vielleicht verstehe ich es nach dem Frühstück. Gute Nacht, Partner. Hallo, ihr zwei! Hallo, Thomas! Sei nicht so laut. Wural hatte eine schwere Nacht. Oh, und ich dachte, wir könnten hier mit dir frühstücken. Nee, wir frühstücken in der Stadt. Ich brauche nur 5 Minuten. Okay. Einen Job habe. Schließlich hast du mir den in deinen letzten Ferien verschafft. Aber solange die hier so einen Lärm und so einen Gestank machen, ist doch bei euch sowieso nichts los. Ja, da hast du allerdings recht. Leider. Naja, viel Spaß. Tschüss, tschüss. Hallo, morgen Gil. Hallo. Hallo, Papa. Ja, weiter, Papa. So, auf geht's. Fällt euch ein Stück. Bitte nach. Ich lasse mir beim Schneider Türekü, oder heißt der Rökü, ist auch egal, einen Anzug machen. Nachts schwarz, mit Weste, lasse ich mir machen. So ein Orden braucht ja schließlich einen gewissen Hintergrund. Ja? Background, oder irgendwie abheben. Vom was? Die Würde eines solchen Augenblicks. Also es darf doch nicht wahr sein. Ilse! Ich habe immer streng darauf geachtet, dass alles rutschfest bleibt und solide. Bei jedem Aushub habe ich die Grabung fachgerecht stabil. Habe ich... Was ist das denn? Sieh einer an. Am Ende hat doch oft alles sein Gut. Ein Plan. Der Chauffeur.
Schade, dass wir im Herbst so wenig Ferien haben. Ach, ich finde das toll, dass ihr noch mal gekommen seid. Wer weiß, wo ich im Vierteljahr bin. Hast du denn vor, hier wegzugehen? Na, wenn sie in unserer Bucht die Hotelanlage hochziehen, dann muss ich wohl oder übel. Du, ich hätte da eine Möglichkeit, bei Feininger & Co. einzusteigen. Ja, gratuliere. Ich mach das natürlich nur, wenn sich da in der Grafik was ändert. Du, was die machen, ist ja old fashion. Früher nannte man das solides Handwerk. Damit kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Will ich auch gar nicht. Weißt du, ich glaube, die Zeit in der Türkei ist dir sehr gut bekommen. Wie meinst du das? Gehen wir jetzt runter zum Hafen oder nicht? Du, wir unterhalten uns noch, ja? Das ist es ja gerade. Was ich meine, ist, dass du dich durchbeißen musstest. Das imponiert mir. Lass sie mal einer gucken. Na, jetzt mal ernsthaft. Oh, Mann. Regine, das wird nichts. Aus mir machst du keinen ernsthaften Menschen mehr. Klasse! Und schon gar nicht als Chef der Grafik bei Feininger & Co. in Frankfurt. Wer spricht denn davon? Du, wenn ich nicht irre. Gehen wir. Hallo, Herr Salvey. Ah, Herr Bürgermeister persönlich. Ilse, Besuch, hoher Besuch. Interessant. Hochinteressant. Ich weiß nicht, ich traue der ganzen Geschichte nicht. Merhaba, bei Tüfetsch. Merhaba, Mayan Salvey. Wie sind Sie an diese Fragmente gekommen? Sie lagen zum größten Teil circa, nein, Herr Bürgermeister, ziemlich genau 7 Meter südlich von meinen Amphoren und Münzen, Fund-Sammelstellen. Herr Salvey, ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte beinahe vergessen. Stadt und Provinz Antalya geben sich die Ehre, Herr und Frau Salvey zur Verleihung der Pamphylischen Verdienstmedaille am 18. Oktober um 16 Uhr in das Rathaus von Antalya einzuladen. Oh, Herr Bürgermeister, das haben Sie aber schön gesagt. Was steht ja hier? Auf echt bitten? Und mit Siegel. Ist ja nicht nur, dass uns in der Firma ein guter Grafiker fehlt. Weißt du, Thomas, mir fehlt ganz was anderes. Wenn ich abends nach Hause komme und es ist keiner da, mit dem ich reden kann. Und wenn man ins Theater und ins Kino alleine gehen muss. Wenn denn die Männer der anderen Frauen nur aus reiner Höflichkeit zum Tanz auffordern. Du, ich glaube, du vergisst, dass du dich von mir getrennt hast, damals. Damals? Das schließt doch nicht aus, dass Menschen sich nicht ändern können. Eben. Na bitte. Regine, ich hatte mindestens genauso viel Zeit zum Nachdenken wie du. Was ist denn nun? Kommt ihr jetzt endlich? Wir kommen. Georg, guck mal. Meinst du, ich soll das anziehen? Das muss man sich mal vorstellen, dass die damals schon 5 Kilometer lange Stollen gegraben haben. Durch Erde, durch Fels, durch. Du, guck doch mal. Mit was für Bohrer und wie lange das wohl... Oh. Also, weißt du, aber hier oben wirkt das ja schon ein bisschen overdressed. Aber schön. Wirklich sehr, sehr schön. Es ist erstaunlich, dass um diese Jahreszeit die Nächte noch so mild sind. Das ist schön. Das liebe ich auch ganz besonders hier im Süden. Und deshalb kannst du dich wohl von hier nicht mehr trennen. Ich weiß nicht. Im Augenblick halte ich es jedenfalls noch ganz gut aus. Sag mal, Thomas, was passiert eigentlich, wenn man euch das Lokal nimmt? Machen wir vielleicht ein neues auf. Vielleicht mache ich auch ganz was anders. Und du hast noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass du eventuell wieder nach Deutschland kommen könntest. Das würde ich so nicht sagen. So? White Lady and a Beer, please.
meinen Tee. Danke. Du, Thomas? Mhm. Ich denke, ich werde aufhören bei euch. Warum denn das? Ja, es ist ja kaum mehr etwas zu tun. Und außerdem... Ja, und außerdem? Und außerdem brauchst du mich ja auch nicht mehr. Sag mal, hast du eigentlich ein Abendkleid oder ein Ausgehkleid oder sowas ähnliches? Jede Frau hat ein Ausgehkleid. Auch bei uns. Hättest du vielleicht Lust, mich zu Salveis Ordensverleihung zu begleiten? Ich will auch versuchen, einen ganz feinen Mann aus mir zu machen, damit wir ein schönes Paar abgeben. Benziyor. Bir bu eksikti. Sen merak etme. Hadi siz bırakın. Kelpçe hallesin. Ama... Aması maması yok. Ellerine çıkarmadığına sevin. Taksi kann man auch nicht anrufen von hier oben. Hätte mir bloß diese blöden Kamele behalten. Aber Georg, ich bitte dich, stell dir doch mal vor, wir werden hoch auf dem Rücken von Emil und Emilie vor dem Rathaus vorgeritten, in den Kleidern zur Ordensverleihung. Immer noch besser, als mit Thomas zu spät zu kommen. Willst du die Karte etwa mitnehmen? Der Herr Bürgermeister hat sich neulich sehr dafür interessiert. Aber das war doch mehr aus Höflichkeit. Höflichkeit ist das Öl im Getriebe der Menschheit. Ach, da sind sie. Hallo. Tut mir leid. Bin ein bisschen spät dran. Ja. Aber wie das so ist, wenn Frauen sich besonders schön machen. Ja, wem sagen Sie? Oh, Salva, Sie sehen bezaubernd aus. Vielen Dank. Oh, und schön. Lofi, aber ich glaube, wir... Ja, wir müssen. Aber los. Nein. Thank you.
Warum holt uns Thomas nicht ab? Dann nehmen wir eben ein Taxi. Das war keine Antwort auf meine Frage. Frag ihn doch selber. Hab schon verstanden. Was hast du verstanden? Es wird nichts mehr mit euch, oder? Chris. Es war vielleicht alles keine gute Idee, ich weiß nicht. Komm, wir gehen. Da werden ja doch bloß nur langweilige Reden gehalten. Zum ersten Mal an Ausländer verliehen. Und bestimmt hat es niemand mehr verdient als Frau Ilse und Herr Georg Salvay, die auf unserer Gemarkung den wichtigsten Fund seit 1912 ausgegraben haben. Obwohl von Hause aus keine Archäologen. Haben Sie doch mit erstaunlichem Sachverstand und ohne einen ihrer Funde zu verletzen, zahlreiche Amphoren, einen Münzschatz und eines der schönsten Mosaiken aus der Zeit um 400 vor Christus zutage gefördert. Und was fast noch mehr zählt, sofort den türkischen Staat zur Verfügung gestellt. Wie das Gesetz es befiehlt. Ihre Neigung zu unserem Heimatland geht ohnehin sehr weit. So sind die beiden wochenlang auf zwei nicht besonders gutwilligen Kamellen geritten, weil ihr Auto den Dienst versagte. Da wir nun den Wert ihrer Funde durchaus zu schätzen wissen, erlauben sich die Provinz Pamphylia und die Stadt Antalya, sie nicht nur mit einem Orden aufzuzeichnen, sondern ihnen auch ein neues, geländegängiges Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Ich bitte nun unseren geschätzten Bürgermeister um die Verleihung der Orden und um die Übergabe der Autoschlüssel. Danke. Mosaik. Güzel. Hayret, bir şey olmaz bu da şey. Ya nereden çıktı bu acaba? Darf ich zum Ausdruck bringen, dass ich doch einen wesentlichen Schritt weiter vorangekommen bin mit meiner Theorie, die besagt, dass hier in vorchristlicher Zeit bereits Fußball gespielt worden ist. Ja, wahrscheinlich gab es 402 vor Christi schon Freundschaftsspiele zwischen Einheimischen einerseits sowie durchreisenden griechischen Truppen Alexanders des Großen andererseits. Mag sein, dass das alles ein wenig fantasievoll klingt, aber meine neuesten Forschungen weisen, wenn auch noch sehr, sehr vage, darauf hin, dass die Bucht, in der nun Thomas und Wura ihr wirklich bezauberndes kleines Lokal haben, Alexandern einst zum Überwintern diente. Ja, ja, hochwahrscheinlich könnte man dort sogar noch, bitte hören Sie zu, könnte man dort sogar noch alte Hafenanlagen finden. Vorausgesetzt natürlich, man zöge den richtigen Fachmann zu Rate und vorausgesetzt, dass man tief genug gräbt. Er hat also doch angebissen. Gel, gel şimdi yavaş yavaş. Aha bulduk bir tane de. Aman yavaş, dikkat et, bir şey olmaz. Yavaş yavaş. Bunlar çok önemli. Hey.
glauben Sie doch selber nicht, dass das funktioniert. Was denn? Na, das mit der Theorie, die Sie dem Salvey angeblasen haben. Ach, Sie meinen das mit der alten Hafenanlage in unserer Bucht? Turan, Sie kennen doch Georg Salvey gut genug, um zu wissen, dass er niemals etwas gegen seine eigene Überzeugung sagen wird. Hm? Meine Damen und Herren, mein Freund Plural und ich, wir würden Sie jetzt gerne noch auf einen kleinen Festschmaus ins Pamphylia bitten. Unsere Bucht ist im Augenblick zwar nicht sehr einladend, aber wir werden versuchen, das durch persönlichen Einsatz wieder wettzumachen. Nicht wahr, gut? Wenn Sie erlauben, würde ich Sie gerne begleiten, Regine. Gern. Und wer begleitet mich? Och, das wäre nicht das erste Mal, dass ich mich mit zwei hübschen Damen gleichzeitig beschäftigen darf. Size kim dedi bunu yapın diye? Beni duymuyor musunuz lan? Yeterince yüksek sesle konuşuyorsun zaten. Gel. Zeki Kepçe. Herr Salvey. Ja, bitte. Wie lange brauchen Sie wohl, um zu beweisen, dass Alexander hier überwintert hat? Auch der große Schliemann war eher zurückhaltend mit seinen Prognosen und wie gesagt, vorläufig ist das nur eine Hypothese. Aber ich brauche es mehr. Verstehe ich nicht, Herr Tüffelchen. Wenn ich den Vandalen da draußen Einhalt gebieten will. Einhalt? Sie denken an einen Baustopp? Richtig. Entschuldigung, Ilse. Wir könnten morgen früh 9 Uhr losschippern und dann wären wir zum Mittagessen in Siede. Das heißt, wir könnten, wir werden. Ja, dann könnten Sie auch heute Abend schon zu mir an Bord kommen. Könnte ich, werde ich aber nicht. Ah, wir werden sehen, das Haag ist ja noch jung. Na du, wieder versöhnt? Ich war nie unversöhnt. Na, na. Ich war nur traurig, aber jetzt ist es ja vorbei. Ruhe bitte! Einen Moment, Ruhe! Darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ja. Wieder gewissen, Herr Gerstein. Dieser Mann hier, Herr Özden, sagt mir gerade, er hat Säulen, Mosaiken und alte Mauerreste gefunden. Da drüben. Und Turan sei gerade dabei, das alles zu zerstören und zuzuschütten mit dem Bagger. Wenigstens wissen wir jetzt, weshalb er nicht mit uns isst und trinkt. Boah, warten wir noch! Vorwärts, Bijou! Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Burada inşaatı durdurun. Tamam mı? Sana ben Ravi koyun da bir yer ayarlarım. Hiç merak etme. Barbar. Nie wieder. Ich sag dir nie wieder mal ich so eine Karte. Aber warum denn nicht? Na, weil immer irgendjemand etwas findet. Das wird mir einfach unheimlich. Lass mal. Hauptsache, wir können hier bleiben. Und hier leben. Ja, kommt alle rein. Jetzt geht's endlich los.